Aber wir haben Sophia gerettet, bevor sie die Hälfte ihrer Gesundheit verloren hat. Boah. So, dieser kleine Ahmed, ne? Dieser kleine Ahmed. Dieser kleine, elende Hurensohn. Ahmed verlässt die Stadt mit den 5 Masterschlüsseln. Fangen Sie ihn, bevor er entkommt, und wir sollen 20 Wachen eliminieren. Töten gefällt mir, ich mag töten. Jetzt ziehen wir ja Sophia doch wieder mit rein. Gut, gut. Wow. Ihr kommt, um mich zu verabschieden. Wir kommen, um dich zu töten, du elender Bastard. Bums. Zack. Zack, na komm. Dürftiger Wichser. Kann ich töten irgendwie? Piss dich! Wow. Mistkerl. Stirb. Bums. Können wir den nicht abknallen? Warte mal. Der geht nicht. Aber der geht gleich down. Na komm. Elender Bastard. Und Assassin's Creed Revelations endet. Wie es begonnen hat. Na komm. Na also. Sehr schön. Nein! Pass auf! Oh, nicht schon wieder. Fallschirm, ja Mann! Hilfe! Boah, wie krass! Sophia! Ich glaube nicht! Bleib stark! Natürlich! Oh nein! Scheiße! Boah, krass! Ich bin ein bisschen sprachlos, muss ich sagen! Oh! Isabelle, mir geht es gut. Sehr gut, Sophia, sehr gut. Ich sehe. Was soll ich machen? Nattat. Zack. Und gleich noch eins, warte, warte, warte. Jetzt. Scheiße. Jetzt. Und alles Gute von oben. Boah. Scheiße. Jetzt geht's wieder durch die Stadt, da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wow! Vergib mir! Passt schon! Passt schon! Mir geht's ganz gut hier hinten. Seid bereit, Sophia! Mehr Soldaten! Fuck! Na? Hier noch was. Und dich! Nur den holen, der ein bisschen weiter vorne ist. Klappt. Okay, was können wir denn werfen? Ich lasse es lieber. Checkpoint erreicht. Okay, noch mehr Soldaten, die wir erledigen müssen. Scheiße. Okay, okay, okay. Nein. Verdammt. Jetzt haben wir ihn. Boah. Richtig krass. Richtig, wow. Richtig krass. Den da haben wir. Okay, okay, okay. Und dich haben wir auch. Miss it. Wow. Von der Straße. Was tut ihr denn? Schon wieder hier durch die Häuser. Bist du verrückt? Wow. Scheiße. Aber Sophia macht das echt gut. Die schlägt sich echt tapfer. Scheiße. Ich kack so langsam ein bisschen ab. Kann man Medizin nehmen eigentlich? Ach ja. Guck mal. Hey. Alter. Aus dem Weg, Alter. Wir haben eine Mission. Wo fährt die denn hin? Ja. Mir wird schlecht. Oh. Und da ist er auch schon wieder. Shit.
Fuck. Oh mein Gott. Ziemlich viele Soldaten. Ja, ja. Wir sind dabei. Na komm. Ja, Mann. Und gleich den nächsten. Shit. Jetzt aber. Nein. Wow. Du elender Kriegstreiber, du wirst schon noch sehen, was du da brauchst. Bam! Ach was, wir können den aufnehmen und dann werfen? Das ist ja geil. Warte mal, probieren wir nochmal. Bam! Haha, geil! Okay, komm schon. Sehr gut. Und weg mit dem Müll. Ezio, seht! Du warst lange genug ein Dorn in meinem Fleischassassine. Wow! Geht, Ezio, mir geht's gut. Na komm schon, das schaffen wir. Yeah! Fuck. Gegen Ahmed. Was? Niemals! Stirb, du miese Bestie! Wow, 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 wow. Alter. Fuck. Was für eine Landung. Ist er tot? Nein, er lebt noch. Wir müssen ihn töten. Und was nun, Ezio? Wie wird das enden? Diese Frage stelle ich mir auch. Halt! Soldaten! Selim ist nicht euer Meister! Ihr dient dem Sultan! Ihr untersteht nur seinem Befehl! Wo ist er? Wo ist unser Sultan? Er steht vor dir, Bruder. Vater hat sich entschieden. Selim! Halt! Bitte! So, ihr seid der Assassine. Ezio Auditore. Ich bin Selim, Sülemans Vater. Er spricht sehr gut über euch. Er ist ein bemerkenswerter Junge mit einem wachen Verstand. Hätte er nicht für euch gesprochen, hätte ich euch stehenden Fußes töten lassen. Verlasst diesen Ort und kommt nicht zurück. Ihr habt das Richtige getan, Ezio. Das ist nicht euer Kampf. Doch wo endet der eine? Wo fängt der nächste an? Wow. Was für ein Ende. Und wie Süleyman gesagt hat, sein Vater verschont Ahmed nicht. Das haben wir jetzt gerade eben gesehen. Und ich bin froh, dass nicht wir ihn umgebracht haben am Ende. Ich hätte ihn doch schon gerne leiden sehen, aber zum Glück war es dann doch der Vater, der Ahmed getötet hat. Bill, jetzt bin ich gespannt, gut, dich zu sehen. Hör mal, was hier passiert. Hier wartet ein Zollbeamter, der mit allen sprechen will. Ich hoffe, du hast was für uns. Natürlich. Reisepässe und Papiere für alle. Ah, brillant. Also ich bin jetzt Neurochirurg. Na fein.
Ihr seid ein Ärzteteam von SUNY Upstate und kommt gerade mit eurem Patienten aus Rom zurück. Experimentelle Gentherapie. Gute Arbeit. Bringen wir es hinter uns. Warte, hey, das ist verrückt. Was denn? Ich weiß nicht, aber Desmonds Hirn flackert wie eine matte Ladykracher. Was jetzt? Hier kommt es. Was ist das? Was geht hier vor? Das ist das Ende, Desmond. Wir werden gelöscht. Niemals. Was machst du denn? Ein Mensch ist nur die Summe seiner Erinnerung. Wir sind die Geschichten, die wir leben, die wir uns selbst erzählen. Tu das nicht. Ich rette dich, du Idiot! Geh! Mensch, Desmond, mach, dass du da wegkommst. Was passiert hier im Animus? Ich schreibe diese Zeilen mit fester Hand und erleichtertem Herzen. Wir sind nun in Akon, Sophia und ich. Mit 5 Masyaf-Schlüsseln in unserem Besitz und aller Zeit der Welt. Sophia ist eine weitgereiste Frau und eine angenehme Begleiterin, so weit weg von daheim. Morgen werden wir nach Masyaf aufbrechen und, dort angekommen, Altairs Bibliothek betreten, um Vaters unerfüllten Traum zu verwirklichen. Verzeih, dass ich mich so kurz fasse, liebste Schwester. Doch es ist spät und wir sind müde. Mit etwas Glück kann ich dir meine nächste Nachricht schon wieder persönlich überbringen. Con affetto, Ezio. Ja, mich würde auch mal interessieren, was aus Claudia geworden ist, wie es ihr ergeht. Er ging in der Zeit, wo wir an den verschiedensten Orten der Welt unterwegs waren und jetzt zurück sind in der Burg Masyaf, in der Assassinenfeste, wo einst Altair herrschte. Und da sind wir nun. Eine Heimkehr. Ezio und Sophia sind nach mehrwöchiger Reise in Masyaf eingetroffen. Es ist Zeit, die Bibliothek zu öffnen. Dieser Anstieg. Und auf geht's. E così bello qui. Und hier ist der Ursprung eures Ordens? Er wurde vor Jahrtausenden gegründet, aber hier wiedergeboren. Von dem Mann, den ihr erwähntet? Altair? Altair ibn La'ahad. Er machte uns groß, dann ließ er uns frei. Er erkannte den Unsinn einer solchen Burg. Sie wurde zum Symbol für Arroganz und Wegweiser für all unsere Feinde. Und diese finsteren Kapuzenmäntel? War das etwa auch seine Idee? Ihr erwähntet vorhin ein Credo. Wie lautet es? Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das scheint mir eher zynisch. Stimmt, wenn es ein Dogma wäre. Doch es ist eher eine Beobachtung, wie die Wirklichkeit ist. Wer sagt, dass nichts wahr ist, hat die grundsätzliche Zerbrechlichkeit der Gesellschaft erkannt. Und dass wir die Hüter unserer eigenen Kultur sein müssen. Wer sagt, dass alles erlaubt ist, hat verstanden, dass wir die Architekten unserer Handlungen sind und mit ihren Konsequenzen leben müssen. Seien sie ruhmreich oder tragisch. Bereut ihr eure Entscheidung, als Assassine zu leben für so lange Zeit? Ich erinnere mich nicht an diese Entscheidung. Dieses Leben, es wählte mich. Seit 3 Jahrzehnten habe ich dem Andenken meines Vaters und meiner Brüder gedient. Und für jene gekämpft, die unter dem Joch des Unrechts gelitten haben. Ich bereue diese Jahre nicht. Aber es ist Zeit, mein eigenes Leben zu führen. Sie zu vergessen. Und all dies loszulassen. Dann lasst los. Ihr werdet nicht tief fallen. Und da sind wir auch schon angekommen. Da, wo wir Assassin's Creed Revelations damals begonnen haben, findet es auch ein jähes Ende. Doch jetzt haben wir die 5 Schlüssel.
die uns diese Tür öffnen. Die Bibliothek von Altair. Das Ende der Straße.